So, willkommen zu SmackDown mit Bernie und Sub in der zweiten Woche hier. Hallo zusammen. Zusammen. Und SmackDown startet mit mir, also ja, Bernie im Ring, als Champion im Ring, der kurz das Main Event Picture anspricht. Die letzten beiden Pay-Per-Views waren gekennzeichnet jeweils von Siegen von Kevin Owens. Dieser hat in den ersten Monat dafür gesorgt, dass Booker T für immer den Jagdgründe von SmackDown verschwunden sind. Und jetzt im zweiten Monat konnte er auch mit schwerwiegender Verletzung Seth Rollins schlagen, der damit auch mal vorerst aufgrund ja, unsportlichen Backstage-Verhalten nicht mehr im Main Event Picture steht. Daher wird es diesen Monat einen neuen Herausforderer auf den Titel von Kevin Owens geben. Mehr dazu hat mein Partner Sub zu sagen. Genau, nach Bernies Ankündigung betrete ich dann auch den Ring, stelle mich zu Bernie und lass mir dann auch ein Mikrofon von außen reichen. Und ja, genau, Bernie, du hast es schon erwähnt. Kevin Owens immer noch unser ungeschlagener World Champion, der Stolz von SmackDown. Und wir hatten ja in den letzten Wochen schon das ein oder andere Mal einen neuen Guy angekündigt, den wir auch irgendwann mal ja zur Spitzenkraft von SmackDown machen wollen. Und nun ja, wir denken uns, gut, Seth Rollins hat sich jetzt quasi selbst ins Ausgeschossen nach seinen Aktionen, seine Matches verloren. Seth Rollins hat erstmal hier nichts mehr zu suchen. Und ja, wir haben ja in den letzten Wochen so ein bisschen den guten Cesaro gehypt, ihm Chancen gegeben. Und wir müssen sagen, ist ja nicht immer ganz so verlaufen, wie wir es ja eigentlich wollten, hat leider das Match gegen Raw verloren, das jetzt aber auch keine weiteren Konsequenzen hat. Hat auch mal hier oder da mal ein Match verloren und glücklich, aber das wollen wir jetzt nicht so verbissen sehen, denn wir haben uns gedacht, komm, vielleicht ist das jetzt ein ultimativer Ansporn für den guten Cesaro. Jetzt oder nie, wir geben dir die einmalige Chance, stimmt's, Bernie? Darum haben wir uns jetzt, wie du gerade erwähnt hast, auch aufgrund kleiner Rückschläge, sie gedacht, für einen noch jungen, technisch hochbegabten Wrestler wie Cesaro einer ist, ist es jetzt bei einem Pay-Per-View wie Money in the Bank es sehr wichtig sein kann, hier sich einen großen Schritt Richtung Topspitze zu arbeiten, indem er dort eine Chance bekommt auf den World Heavyweight, ja, um den World Heavyweight Title von Kevin Owens. Genau, es gibt keinen Haken, wir brauchen keine Qualifying-Matches. Er bekommt einfach ganz normal, ohne böse Hintergedanken, dieses World-Title-Match bei Money in the Bank, einfach weil wir den jungen Kerl unterstützen wollen, weil wir ihn fördern wollen. Wir denken, komm, du hast die Chance verdient, wir wollten dich zum Spitzenguy von SmackDown neben Kevin Owens natürlich machen und jetzt bekommst du die Chance. Ja, Cesaro, mach das Beste draus, wir glauben an dich. Es wird ein harter Fight gegen Kevin Owens, aber gut, wir stehen hinter euch beiden, das wisst ihr, aber ja, der Bessere wird gewinnen. Und ja, das war unser Anfangssegment. Und können wir eigentlich zu unserem ersten Match kommen, was eine schon altbekannte Fehde wieder ein bisschen aufwirft? Ja, und Also, bevor wir zum ersten Match kommen, kommt eine kurze Einblendung. Wie schon, glaube ich, beim Pay-Per-View angekündigt, werden wir heute unseren ersten Teilnehmer fürs Money in the Bank Match noch bekannt geben. genau. Aber das erst später am Abend. Genau. Ja, hab sich ja gegen die Qualifying Matches entschieden, wie Raw Genau. es so gerade vorher macht. Genau, wir haben gesagt, Qualifying Matches hat man letztes Jahr, machen was anderes, dass nicht wieder so ein Unfall wie mit Booker T passiert. Dieses Mal nehmen wir da ein bisschen mehr, greifen wir da ein bisschen mehr ein. Einer ja schon bekannt, Darf jetzt man zu kurz Raw. fragen, wen Raw hat, da wir doch nicht die Raw-Folge sehen konnten? Na, um es soweit zu sagen, Batista ist der erste Entrant in Money in the Bank Match. Gut. Batista, meinetwegen.
Ich sag jetzt mal, SmackDown ist ja auch nicht auf diesen Koffer angewiesen. Ich meine, wir haben ja einen großartigen World Champion. Was brauchen wir da den Koffer? Aber gut, wir machen in dieser Tradition natürlich gern mit und stellen heute unseren ersten Teilnehmer vor. Ja, quasi der ehemalige Bernie-Guy, / Heyman-Guy. Ja. Nun gut, das ist die Vergangenheit. Wir sind jetzt in der Gegenwart und wir blicken jetzt auf die Card der Zukunft. Ja. Im Opener haben wir einmal wieder Bo Leaf Barrett. Und die beiden treffen auf ihre, ja, bekannten Gegner. Schatzaten Arch-Nemesis schon fast. Ja, für bekannten Gegner The Miz und Tyler Breeze. Ach, ja, die Lappen, okay. Ja. Ja, der ein oder andere Zuschauer weiß, oh, dieses Match gab's schon mal. Ja, das gab's schon mal in Woche 2 des letzten Monats. Ja. Und da konnten sich Miz und Breeze ja durchsetzen. Aber dann hatten wir die beiden Handicap-Matches. Bo Dallas gegen Miz und Breeze hat Bo Dallas gewonnen. Barrett gegen Miz und Breeze hat Barrett gewonnen. Warum und, dürfen sie ja, überhaupt nochmal antreten nach diesen zwei Schlappen, nach dieser Schmach quasi? Ja, ja, der gute Bo war nämlich bei uns im Büro und hat gefragt, ja, nach diesen Handicap-Matches, er Bo lieft, dass sie mit diesem Schwung, mit dieser Power diesmal auch das Tag-Team-Match gewinnen würden. Und deswegen hat er ja zu Widerwillen natürlich von Wade Barrett um dieses Match gebeten und ja. Wir haben gesagt, Combo, wir können den Gefallen nicht abstreiten. Und diesmal zwingen wir sogar Barrett einfach mitzumachen. Nicht, dass es wie beim letzten Mal in einem Handicap endet. Obwohl Barrett ja schon langsam Bo leicht akzeptiert. Aber wirklich nur in ganz leicht Nuancen. Ja. Naja, mehr oder weniger. Das ist dann unser Opener. Ja. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann seit den zwei Handicap-Matches nicht mehr mit Mr. Breeze gehen. Ich gehe mit Barrett und Dallas. Genau, ich gehe auch mit Bo Leaf Barrett. Ja, ich könnte dagegen stimmen, aber ich gehe auch hier mit Bo Leaf Barrett. Gucken wir mal, das gewinnt. Oder auch nicht. Und Tyler Breeze holt den Sieg. Also alleine gegen zwei klappt's ganz gut, aber als Tag-Team scheinen die noch nicht so zu harmonieren. Möglicherweise könnte ich mir gut vorstellen, weil ja Barrett wurde ja gepinnt von Breeze. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass Barrett sich irgendwie doch irgendwie genervt vom Bo gezeigt hat. Ja. Und dass er wahrscheinlich gerade irgendwie durch einen Chant von Bo abgelenkt gewesen sein scheint und dann einfach eingerollt wurde von Breeze oder dann den Beauty Shot aus dem Nichts bekommen hat. Ja, das wirft ja wieder ein paar Spannungen in das Team. Schauen wir mal, wie sich das noch so entwickelt. Jo. Ja. Nach dem Match wird es Zeit für unsere Diven Division. Becky Lynch konnte ja bei Payback ihren Titel verteidigen in einem grandiosen Match. Jo. Und ich weiß nicht, ob es im Menü irgendwann mal gezeigt wurde, aber die gute Becky hat eine leichte Kopfverletzung in dem Match gegen Sasha Banks davongetragen. Wurde es ja nicht, weil ja das Ganze ja durch die Stimme. Ja, aber jedenfalls wurde es im Menü gezeigt, also uns wurde mitgeteilt, dass Becky Lynch eine leichte Kopfverletzung sich zugezogen hat und diese Woche dann auch kein Match bestreiten darf. Wir schicken unsere verletzten Guys ja nicht wie die Raw-Jungs in den Ring, wir kümmern uns ja um die, wir schonen die. Wie der gute arme Heath Slater ja trotzdem sein Match großartig gegen Sami Zayn gewonnen hat. Und ja, die gute Becky kommt dann zum Ring mit ihrem Titel um die Hüften, hat aber auch eine Halskrause um, eben wie gesagt, wegen dieser Kopfverletzung. Und ja, Bernie, du gute Becky, hat ein paar Worte an die Fans zu richten. Ja. Also ich freue mich mal, dass meine Fans bei Payback beweisen konnte, was ich drauf habe. Wochenlang wurde ich nur ausgelacht und mir wurde keine Chance, es wurde immer nur gescherzt über mich. Niemand hat mich hier ernst genommen, doch jetzt konnte ich aufgrund von Fehlern meiner Kontrahenten zeigen, dass ich erst Alicia, ein paar Jahre später Sasha Banks und wenn auch nicht und noch weiter besiegen konnte. Schlussendlich konnte ich das Versprechen einlösen, dass ich besten Women's Champions werde, die ihr je zu Gesicht bekommen habt. Ja, und das ruft natürlich dann auch ihre Kontrahentin von Payback auf dem Plan. Die Theme von Sasha Banks ertönt und ja, Sasha scheint schlecht gelaunt zu sein, nachdem sie ihr Match verloren hat, aber sie begibt sich dann trotzdem schön mit einem Mikrofon bewaffnet zum Ring und scheint ein paar kleine Scherze über die Becky Lynch zu machen, denn ja, Sasha ist dann im Ring angekommen und widmet sich der guten Becky. Oh,
hat die kleine Becky sich etwa verletzt? Komm, gib's doch zu, du hattest doch nur Glück, dass ich dich dreimal im Bankstatement verschont habe, da ich Mitleid mit dir hatte. Hätte ich das Ganze durchgezogen, würdest du jetzt nicht mehr hier stehen können, du hättest gnadenlos getappt und würdest jetzt im Krankenhaus liegen. Aber ich habe mich erbarmt und habe das immer aufgebrochen. Aber weißt du was? Ich verspreche dir, dass ich diesen Fehler nicht noch einmal machen werde. Los, Becky, gib mir meinen Rematch. Diesmal zieh es wirklich durch. Diesmal lasse ich dich nicht davonkommen. Du bist doch so ein Fighting Champion, wie du es immer mal gesagt hast. Also komm, komm doch deiner Pflicht nach und gebe mir meinen Rematch, welches ich diesmal wirklich richtig ohne jegliche Scherze bestreiten werde. Und ja, die gute Becky möchte dann natürlich auf Sascha antworten und beginnt schon ihren Satz, doch auf einmal wird sie von einer völlig neuen Theme unterbrochen, Bernie. Ja, denn plötzlich hört man eine, ja, ich sage mal nicht ganz völlig neue, aber eine schon lange nicht mehr gehörte Theme, nämlich die Theme von der Women Championess der letzten Jahrzehnte schlechthin, nämlich von der Hardcore-Diva Lita. Diese macht sich unter tosenden Applaus auf den Weg zum Ring, wo sie dann nun einige Wörter an das Publikum richten hat. Stimmt das ab? Genau, ja. Lita stellt sich demonstrativ zwischen die beiden und grinst die beiden an und schaut immer so hin und her. Nun, wen haben wir denn da? Zwei kleine Mädchen, die sich um das große Gold streiten, welches ihnen nicht mehr gebührt. Wisst ihr, wenn hier irgendjemandem der Women's Championship gehört, dann bin ich das. Denn ich konnte immerhin schon viermal diesen Titel tragen. Ich bin Hall of Famer. Und wenn ich eure Kämpfe der letzten Wochen und Monate mir anschaue, dann wird mir schlecht. Das soll Women's Wrestling sein, dass ich nicht lache. Ihr könnt den Titel nennen, wie ihr wollt. Ihr seid und werdet für immer die Divin Division bleiben. Wieso tragt ihr denn nicht euren Divin Championship? Ich bin die wahre Women's Championess. Ihr seid einfach nur harmlose kleine Kätzchen, die sich gegenseitig anfauchen, Kratzattacken an den Haaren ziehen. Was soll denn das? Was ist denn das, was ich mir heutzutage bei euch anschauen muss? Becky heult sich von Woche zu ihren Titelmatches und schafft es dann irgendwann noch zufällig, ihn zu gewinnen und noch zu verteidigen. Und unser Möchtegern-Boss fordert ja auch noch eine weitere Chance, nachdem sie bei Payback verloren hat. Ich bitte euch, Sascha, du bist raus. Ich bin diejenige, die dem Women's Title gerecht wird und die Einzige, die ihn auch tragen sollte. Ja, daraufhin schlägt Lita auf beide ein. Also Sascha mit dem Mikrofon nieder und gibt der guten Becky einen Twist auf Fate. Darauf, ja. Ja, die gute Becky kam ja schon mit ihrer Halskrause zum Ring, hat also noch ihre Kopfverletzung und kassiert dann noch den Twist auf Fate. Ja, das sieht wirklich nicht gut aus. Becky bleibt dann auch regungslos liegen und einige Ärzte machen sich auf dem Weg zum Ring und kümmern sich um Becky und ja, Lita schnappt sich den Women's Title und posiert mit ihm noch über Becky, die gerade von den Ärzten behandelt wird. Und Becky wird dann auch von den Ärzten hinausgebracht auf einer Trage, kann den Ring nicht mehr eigenständig verlassen. Und das ruft uns beide auf den Plan, beziehungsweise ich komme dann raus. Und ja, Lita, ich muss ja sagen, du hast ja ein Statement gesetzt und so gerne ich Becky und Sascha auch habe, aber irgendwo hast du recht. Aber lass doch deine Worten auch Taten sprechen. Nun, Becky hast du ja gerade schon eliminiert. Ein Match gegen Becky ist jetzt nicht drin. Aber du weißt ja, wer da noch am Ring ist. Die erste Women's Championess hier aus der Neuzeit quasi, Sasha Banks. Und ihr beide habt jetzt ein Match gegeneinander. Ja, darum ist das zweite Match des Abends. Sasha Banks gegen Lita. Okay, war großes Statement. Schauen wir mal, ob da auch Herztaten dahinter stecken. Ja. Ich muss natürlich zu meinem Boss halten, zu Sasha Banks. Komm, tipp. Also gerne ich Lita auch mag. Komm, ich tippe jetzt da einfach mal gegen. Ich gehe jetzt mal mit Lita. Ich gehe auch mit Lita. Gucken wir mal. Stimmt es auch? Jupp, tut es. Jupp. Wahrscheinlich noch wegen diesem Schlag mit dem Mikrofon kurz vorher, den Sasha Banks von Lita abbekommen hat, wo Sascha noch nicht ganz bei Sinn, vielleicht noch ein bisschen benonnen. Das Match ging auch nicht sehr lange und Lita konnte das Ganze dann nach ihrer Diving Moonsault, nach der Lita Salt, für sich entscheiden. Und
lässt sich ja nicht mehr feiern unbedingt. Die Aktion hat sie nicht besonders beliebt bei den Fans gemacht, da ja besonders Becky ein Fanliebling ist. Also die böse Lita wird hier nicht für ihren Sieg bejubelt, aber genießt das Ganze hier wieder zurück zu sein, genießt auch das ausgeputzt zu werden, denn ja, sie, wie sie sich selbst gesagt hat, ist sie ja gerade quasi auf einer Mission. Ja. Jedenfalls nach dem Match wurde noch etwas Sasha Banks attackiert und jetzt kommt ein kurzer Blick in den Backstage-Bereich, wo wir den guten Cesaro, der noch etwas überrascht wirkte, dass er einen Titelshot bekommen hat, unterwegs ist. Unter einem mehr oder weniger alten Bekannten über den Weg läuft, nämlich wen? Ja, und so trifft er Backstage auf Jack Swagger. Die beiden kennen sich ja noch aus den alten Real Americans Zeiten und Jack Swagger gratuliert dem guten Cesaro erstmal für das Titelmatch. Ich meine, es passiert ja auch nicht alle Tage und es passiert auch nicht jeden, dass einfach so ein World Title Match einfach so bei einem Pay-Per-View zugesprochen bekommt und der gute Jack Swagger hatte einen Vorschlag Richtung Cesaro. Ja, nämlich einen Vorschlag als kleine Feier des Tages und da ist früher, als die Real Americans ein guter, funktionierendes Tag Team waren, schlägt Cesaro mal den guten Swagger, den guten Cesaro vor, ob es nicht heute Abend zur Feier, dass er der neue World Number One Contender auf dem World Heavyweight Title ist, ein Tag Team Match bestreiten wollen im Main Event von SmackDown. Genau, Jack Swagger schlägt Cesaro auch vor, dass er ihn jetzt bis zum Pay-Per-View hin jede Woche unterstützen möchte. Als alter Freund, als alter Kumpel möchte er gern sehen, dass Cesaro den World Title hält und hat sich deswegen quasi an Cesaros Seite gestellt und sagt, ich unterstütze dich, ich bin immer bei deiner Seite, ich werde dich unterstützen und ich weiß, dass du es schaffen wirst, Kevin Owens zu besiegen. Und ja, der alten Zeiten willen, lass uns doch heute Abend nochmal ein Match bestreiten. Und dieses Match sehen wir heute im Main Event. Ja. Denn bevor wir noch zu unserem nächsten Match kommen, ja, der Ring wurde quasi wieder gereinigt. Sasha, die ja nach dem Match nochmal von Lita attackiert worden ist mit einem Twist of Fate, ist nun mittlerweile auch im Backstage-Bereich. Und ja, denn im Ring ist jetzt jemand anders zu sehen, und zwar ertönt die Theme von unserem immer noch European Champion Hideo Itami. Ja, mittlerweile ist er an die Buhrufe gewöhnt, die er bekommt. Konnte er bei Payback seinen Titel gegen Tyson Kidd verteidigen in einem starken Match, was eigentlich sehr nach Tyson Kidds Sieg aussah. Ja. Der gute Hideo dann aber doch noch für sich entscheiden konnte nach dem GTS. Und ja, der gute Hideo Itami hat ein paar Worte zu sagen. Ja, sehen wir alle her. Nach all den Behauptungen, dass ich es nicht schaffen würde, den Titel ehrenhaft und mit viel Selbstbewusstsein und wie auch ihr weiter zu verteidigen, ich habe es geschafft. Ich habe mich auf die alten Tugenden der Samurai berufen und gerestelt wie noch keiner zuvor und den Titel verteidigt. Ja. Was war bei Payback? Hier konnte ich meinen Titel ohne Probleme gegen einen Tyson Kidd verteidigen. Nicht zu einem einzigen Zeitpunkt hatte ich jemals die Gefahr gehabt, den Titel zu verlieren. Denn ganz im Gegenteil konnte ich beweisen, dass ich der einzig wahre European Champion der Neuzeit bin. Ich bin weiterhin jeden Titelmatch und jeden Match, den ich gemacht habe, ungeschlagen. Und das wird immer und ewig so bleiben. Ja, der gute Itami breitet seine Arme aus und posiert, während die Fans ihn weiter ausbuhen. Doch plötzlich ertönt da die Theme von seinem Payback-Konkurrenten Tyson Kidd und die Fans sind sofort wieder positiv drauf und jubeln ihm zu. Ja, und Tyson kommt natürlich zum Regen und lässt sich ebenfalls ein Mikrofon geben. Nun, Hideo, ich muss dir gratulieren. Ich muss sagen, du warst zwar vielleicht bei Payback nicht der bessere Mann, aber du warst der erfolgreichere. Mehrmals hatte ich dich kurz vor dem Punkt, an dem es ausgewesen wäre. Ich weiß nicht, warum du behauptest, es gäbe nie die Gefahr oder du standest nie ja, in dem
Ja, du, es bestand nie die Gefahr, dass du den Titel verlieren würdest. Das ist doch Quatsch. Aber ich muss sagen, du hast es noch geschafft. Du hast den Titel behalten. Aber es gibt keinen Zweifel, das kann jeder Einzelne hier bezeugen, dass ich den Titel ebenso verdient hätte wie du. Ich will mich zwar nicht selbst loben, aber meine Leistungen im letzten Monat waren mehr als überzeugend. Und das auch beim Pay-Per-View. Zwar nicht ausreichend, aber überzeugend. Und das werden weder das Office noch die Fans leugnen. Also Itami, du sagst doch selbst von dir, dass du ein Ehrenmann bist, ein ehrenvoller Wrestler. Ich war der bessere Mann bei Payback, also gib mir doch noch eine Chance. Eine einzige. Und ich bin mir sicher, das ist auch das, was jeder hier möchte. Ja, Und Tyson dann Kidd heizt beginnen die schon Fans. im Fans, heißt es mit an und es schallen schon langsam, aber laute One More Match Chance. Und Ruhe. Also es hallt durchs Publikum hallen diese One More Match Chance, schweres Deutsch. Aber diese Chants werden plötzlich unterbrochen. Weil Christian You kommt think you nicht. know me? Nein. Es ertönt nämlich plötzlich die Theme von Edge und ja, alle sind aus dem Häuschen. Der Rated All Superstar, ja, begibt sich mit nach seiner Pose auf der Stage mit dem Feuerwerk und einem großen Grinsen zum Ring und gesellt sich einfach zu der Runde. Tja, Tyson, Hideo, ich muss euch meinen Respekt zollen. Ihr habt wirklich ein grandioses Match bei Payback auf die Beine gestellt. Und noch ein Rematch wäre wirklich eine großartige Sache. Allerdings hast besonders du, Tyson, eine kleine Sache vergessen. Ich war derjenige, der dir das alles hier ermöglicht hat. Ohne meine Mithilfe wärst du doch im Kampf gegen Hideo und Rusev damals untergegangen. Ich habe in den Wochenmatches die Siege einfahren können. Ich habe es gern gemacht, muss ich sagen, Tyson. Keine Frage. Wir verstehen uns gut. Wir hartdanische Mitglieder müssen ja in so einer Sache schließlich auch zusammenhalten. Doch ich finde, du bist mir einen Gefallen schuldig. Lass mir doch den Vortritt, Tyson. Lass mich das Titelmatch gegen Itami um den European Championship bestreiten. Und wenn ich den Titel dann gewonnen habe, darfst du mich immer noch herausfordern. Ja, doch der gute Edge, der vorher Kid gesteuert hat, wird nun auch unterbrochen von einer neuen Theme, nämlich die Theme von einem alten Bekannten von Edge, nämlich Christian. Dieser hat zwar das Match gegen Payback verloren, Gegen aber Payback gegen, Payback. ja, bei Payback gegen Apollo Crews verloren, doch er hat auch einige Worte an den Champ und Edge und Itami zu richten. Hey, Leute. Ihr habt hier doch einen Ver jemand vergessen. Nämlich mich, Christian. Es gibt nämlich nur einen einzigen wahren Number One Contender für den European Titel. Das bin wohl klar ich. Gut, ich habe zwar knapp etwas unglücklich mein Match gegen Apollo Crews bei Payback verloren. Doch durch meine Leistungen in den letzten Monaten habe ich doch ganz klar bewiesen, dass ich der einzig wahre Number One Contender sein kann. Ja, und plötzlich, man muss sagen, Christian stand noch immer auf der Stage, während er seine kleine Rede gehalten hat, und plötzlich fällt nämlich Christian zu Boden und hinter ihm ist Apollo Crews zu erkennen, wie er einfach auf die Stage gelaufen kommt und Christian quasi übersieht und umrempelt und zu Boden schubst. Christian schaut erschrocken zu Crews hoch und dieser lächelt ihn einfach nur in seiner Art, wie er nun mal ist, an und läuft einfach weiter Richtung Ring. Und ja, hat in der großen Runde mittlerweile wohl auch noch etwas mitzuteilen und ja, nun, Christian, du hast unser Match doch zu einem Number One Contender Match ausgerufen. Und da ich derjenige war, der das Ganze gewonnen hat, stellt sich hier doch gar nicht die Frage, wer uns das ruft dann uns beide als GMs wieder auf den Plan. Stopp, 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 Jungs. Also nur mal halt lang hier. Es ist kein Massenauflauf, keine Massenveranstaltung. Was glaubt ihr denn eigentlich, wer ihr seid, Bernie? Ja, also wir, SmackDown GMs, bestimmen doch immer, wer der Number One Contender ist und wer hier auf wen trifft. Hier ist es irgendwie ein großes Durcheinander. Also bringen wir es mal auf den Punkt. Erstens, Christian, wie du da am Boden liegst, du hast verloren gegen Cruz bei Payback. Also hast du mal hier gar nichts zu suchen. Also raus mal. Dann Tyson. Du hast durch deine Leistungen überzeugen können, genauso wie Edge im letzten Monat. Und was betrifft die Cruise?
Genau, Cruz hat natürlich auch einen eindrucksvollen Sieg bei Payback gegen Christian erringen können. Und auch ihm würden wir gern noch eine Chance auf den Titel geben nach seinem Match bei Extreme Rules. Aber ja, irgendwo habt ihr alle einen Punkt, aber wir sind uns noch ziemlich unsicher, wen wir denn nun als Number One Contender bestimmen sollen. Also von daher müsst ihr euch alle noch so ein bisschen hervorheben. Ihr müsst uns alle noch beeindrucken. Ah, also, um uns zu beeindrucken, könnten wir so mehr oder weniger stinknormale Quali-Matches abhalten, aber davon halten wir eher wenig, da diese sehr sehr wenig aussagekräftig sind. Also, ihr müsst uns einfach durch Erfolge, durch euer Auftreten beweisen und uns klar machen, wieso genau du oder du eine Chance auf den Titel verdient haben sollte. Genau, und gerade als dieser Satz fiel, ja, ihr müsst uns beeindrucken, streckt Edge seinen ja gerade noch kompletten Kit mit einem Spear nieder. Und ja, um schon mal quasi ein Statement zu setzen, Edge steht dann auch sofort wieder auf und grinst Tyson an, als plötzlich Apollo Crews dann hinter ihm auftaucht und ihm wiederum dann die Spinning Powerbomb verpasst. Ja, doch kaum ist Crews dann wieder auf den Beinen, darf er sofort den GTS von European Champion Hideo Itami einstecken. Alle Herausforderer liegen geschlagen am Boden und Hideo Itami als Champion blickt, nachdem er seinen Gürtel dann wieder über seine Schulter gelegt hat, zu allen nach unten und posiert dann anschließend mit seinem Gold. Und ja, Und hat in noch Woche ein 1 war Wort. quasi Hideo Itami der eindrucksvollste. Ja, hat eines zu sagen. Also, wenn hier einer etwas die GMs beeindrucken kann, dann wohl der Champ himself. Das wird er jetzt auch noch weiter eindrucksvoll unter den Beweis stellen, nämlich indem er jetzt noch ein Match bestreiten wird. Stimmt das ab? Genau, denn der gute Hideo Itami bekommt von uns jetzt, nachdem er sich jetzt hier schon warm gewrestelt hat, in Anführungszeichen, einen Gegner vor die Nase gesetzt, der jetzt in den Monaten noch gar nicht bei SmackDown zu sehen war. Und zwar der Cowboy James Storm. Na gut, warum auch immer er jetzt auf einmal auftaucht, aber hey. Es wurde uns einfach von uns so festgesetzt, dass jetzt James Storm dieses Match zu bestreiten hat. Er muss keinen Grund haben. Wenn die SmackDown-GMs das so festsetzen, hat jeder ein Match zu jeder Zeit zu bestreiten, wenn wir Sagen wir es so, wollen. Und wir wenn wir wollen. James Storm nachts um 2 rausklingeln und sagen, du triffst jetzt auf Edge, dann trifft er fucking nochmal nachts um 2 auf Edge. Ja, genau so ist es. Und sagen wir so, wir geben nicht einfach nur immer den gleichen Leuten irgendwie Chancen. Wir wollen auch neue Gesichter sehen. Also, wir Genau. könnten 10.000 Mal gefühlt John Cena bringen, aber who Macht the ihr, care cares um macht John ihr doch. Cena? Nee. Will ja keiner sehen. Eben, ihr könntet zum Beispiel, wie Sunnyverse vorschlägt, eine Ja. Fehde gegen Solomon Crowe machen. Nein. Du könntest auch dein Maul halten und jetzt James Storm das Match beschreiten lassen. Na gut, ich gebe die Dame lange Rede, Und kurzer damit Sinn. gewinnt als Champion Stinger. Ich gehe auch hier mit den Champion. Und James Storm gewinnt, ne? Nee. Ja. Hideo Itami bleibt weiterhin ungeschlagen Und als zeigt Elite. eindrucksvoll, wieso genau er unser European Champion ist. Genau. Ja. Also das heißt, jetzt in den kommenden Wochen liegt es dann an den dreien, an Edge, Cruz und Tyson Kidd, uns zu beeindrucken, wer denn jetzt der Number One Contender werden sollen. Natürlich schließt das Matches auch untereinander nicht aus, aber das ist eben nicht alles. Man möchte noch ein bisschen mehr sehen als einfach nur Siege in Matches. Und Ja. jetzt geht es dann weiter. Der Ring wird langsam vorbereitet, denn jetzt kommen wir zu einer Präsentation, nämlich, also vorbereitet in der Richtung hin. Es stehen rund um den Ring ein paar kleine Leitern und mitten im Ring ein Podest mit dem Koffer drauf, da wir unseren ersten Money in the Bank Teilnehmer jetzt präsentieren. Stimmt das ab? Genau, wir beide kommen heraus und positionieren uns dann neben Also, dem wir Podest und ab. bleiben ja fast draußen, wir waren schon fast draußen, ja, beim letzten Match schon. Ja, wir positionieren uns jedenfalls neben dem Podest, wo der Koffer draufsteht, den ja Booker T uns damals hinterlassen hat, quasi, dem uns einfach in der ersten Woche ins Büro geschmissen hat. Diesmal gibt es aber einen neuen Koffer, nicht vergessen. Da ist ein neuer Vertrag drin, der Koffer bleibt der gleiche. Er ist nicht kaputt.
Genau, der Koffer ist ja noch okay. Der wurde ja nie benutzt. Der war bei Booker T und dann hat er ihn gleich eingesetzt. Der war nie irgendwo. Der ist doch vollkommen okay. Wir haben ihn rechtzeitig noch desinfiziert, aber ja. Ja, es ist kein ne komischen Booker T-Gen oder so mehr dran. Wir wollen einfach nichts mit ihm zu tun haben. Ja. Und ja, wir haben es euch ja schon bei Payback angekündigt. Wir wollen dieses Jahr diesen kleinen Unfall, den wir bei Money in the Bank letztes Jahr hatten, vermeiden, was den Sieger angeht. Und deswegen gibt es bei uns keine langweiligen Quali-Matches, wie man sie so kennt, sondern wir machen diesmal gleich die Fakten und wir präsentieren unsere festgelegten Money in the Bank-Teilnehmer. Wir haben es ja schon gesagt. Yeah. Diese Woche ein, nächste Woche ein, übernächste Woche ein und in Woche 4 treffen die drei dann in einem Triple Threat Match aufeinander. Yeah. Tja, Bernie, wer ist denn die Nummer 1? Also, tobender Applaus, unser erster Teilnehmer für das Money in the Bank Match in diesem Universe-Modus wird der gute Dolph Ziggler. Ja, Dolph Ziggler, seine Theme ertönt und ja, die Fans jubeln laut. Dolph Ziggler natürlich Favorite bei den Fans mit. Ist ja bisher noch ein bisschen blass geblieben, hat im ersten Monat seine Fehde gegen Christian gehabt, hat dann auch bei Extreme Rules dann gegen ihn verloren, aber wir sind ja nicht so, wir geben ihm nochmal die Chance. Er darf sich jetzt nach einem Monat durchschnaufen, nach einem Monat Pause nochmal, ja, zeigen, nochmal bewähren. Und gerade als der Ziggler dann sich zu seiner Nominierung quasi äußern möchte, ja, hört man ein, ja, für uns auch eher unfamiliäres Geräusch, aber in echt schon für ein Restgeräusch, nämlich eine Posaune, nämlich von Francesca. Nämlich Nuke Day kommt raus. Nuke Day? Nein, New Day. Wir hören zuhören. Ja. Alle drei Mitglieder von Nuke Day kommen raus und meinen, dass sie es eigentlich verdient hätten sollen im Match zu stehen bei Money in the Bank. Darum fordern sie den ersten Teilnehmer des Money in the Bank Matches heute raus, denn sie wollen zeigen, dass sie die wahren Teilnehmer sind. Darum geht es heute das Match Dolph Ziggler gegen Xavier Woods. Genau, Xavier Woods hat sich für das erste Match hier, was heißt für das erste Match, für das Match gegen Dolph Ziggler zur Verfügung gestellt, hat gesagt, das ist Chefsache hier heute. Wir, New Day, drei Mann. Es passt eigentlich wie die Faust aufs Auge, dass wir als New Day einfach als Team das Money in the Bank Match bestreiten, um den Sieg zu SmackDown holen zu können. Und dass Dolph Ziggler eine völlig falsche Wahl war, möchte Xavier Woods jetzt bezeigen, ja, jetzt beweisen, er möchte es jetzt zeigen. Und er schickt auch Big E und Kofi dann nach hinten und sagt, heute mal nicht, diesmal mache ich das alleine. Ich bin mir sicher, mit meiner positiven Energie packe ich das. Es ist jetzt quasi ein New Day bei SmackDown. The New Day ist jetzt endlich angekommen hier und möchte gleich zeigen, was sie können. Und ja, Xavier Woods fordert jetzt eben Dolph Ziggler heraus. Wird aber trotzdem wahrscheinlich geschlagen. Ich gehe mit Ziggler. Ich gehe da auch mit Ziggler. Jo, und nee, eigentlich ja. Wahrscheinlich Eingriff von New Day dann doch, wer weiß. Nein, nicht der von New Day, sondern als also Woods wurde als Sieger vielleicht vom Referee bestätigt. Doch ich als GM habe mir das Match natürlich im Backstage angeschaut und habe dabei eine Kleinigkeit mitbekommen, nämlich der gute Xavier Woods hat mitten im Match, wo der Ref kurz unachtsam war, mit der guten Francesca auf ins Gesicht von Woods von Ziegler geschlagen, dass es zu einem Roll-Up kommen konnte. Und das ist eine eindeutig unfaire Aktion und hat nichts mit einem möglichen Money in the Bank Sieger zu tun. Darum ist eigentlich der wahre Sieger Dolph Ziggler. Ja, Dolph Ziggler hat quasi dieses Match dann im Nachhinein von Bernie angekündigt, noch durch Disqualification gewonnen. Wir wollen nur wahre Sieger haben. Genau. Ja, und dann können wir eigentlich dann auch zu unserem Main Event kommen. Die Real Americans formieren sich neu, möchten nochmal als Tag Team auftreten. Jack Swagger möchte Cesaro an der Seite stehen.
Und wir haben einen Gegner rausgesucht, der bisher bei SmackDown oder allgemein auch noch gar nicht in Erscheinung getreten ist. Wir haben heute lauter neue Gesichter bei SmackDown, Bernie. Ja. Also, wir haben bis jetzt bei SmackDown schon Xavier Woods, James Storm und was weiß ich, wen noch, Lita. Was weiß ich, wen noch. Im ersten Match hatten wir nichts Neues. Nein. Nee. Wenn wir hochgucken. Nein, hatten wir nicht. Hatten wir nicht. Nein. Ich hier schon eine gute halbe Stunde mit dem Making SmackDown. aber wir kommen jetzt zum Main Event, nämlich wir haben wieder neue Gesichter für den Universe-Modus bereit, nämlich ein Tag-Team, sagen wir ein Tag-Team der Zukunft, gegen ein Tag-Team der Vergangenheit, nämlich jetzt kommt das Match zwischen The Real Americans gegen Enzo Amore, Colin Cassidy. Und ich bin mir sicher, die beiden finden ihre Gegner sicherlich ziemlich SAWFT soft. Naja, die beiden straight out of New Jersey möchten sich heute beweisen bei ihrem Debütmatch in unserem Universe-Modus den Number One Contender auf dem World Heavyweight Title besiegen. Jack Swagger ja auch nicht unbedingt zu verachten. Und ja, vielleicht ist das dann schon mal ein bisschen ein Wink mit dem Zaunfall Richtung Tag Team Championship irgendwann. Wir wissen ja in der Zukunft erstmal noch ganz gegen Jordan Gable, gegen American Alpha Nummer 3. Irgendwann, wenn es dann mal dazu kommt, wenn Jordan wieder fit ist. Baltimore, okay. In Baltimore. Danach ist ja noch offen, wer dann auf die Champs, auf die dann Champs trifft. Und hier ist ja unser Number One Contender für den World Heavyweight Title. Von uns persönlich bestimmt unser Mann, dem wir das Vertrauen schenken. Ja. Cesaro. Man sieht schon, wie fokussiert er auf das Match ist. Der will jetzt zeigen, wieso wir ihn genau gewählt haben. Genau. Konnte bisher ja noch nicht ganz so glänzen, aber das soll sich am heutigen Abend ändern. Und hier ist sein Partner. Kennt ihn ja noch aus der damaligen Real American Side. The All-American American Jack Swagger. Ja. Frage, haben wir hier Probleme mit den Themes oder eh nicht? Ja, so kurz und so leise. Also bisher gab es bei den ganzen Ports, haben wir ja immer kurz die Themes anlaufen, bisher gab es noch nirgends Probleme. Ja. Wir haben sogar bei den Pay-Per-Views die Themes oder halt die Themes komplett durchgelaufen gehabt, aber auch nichts. Ja, gab auch keine Probleme. Vielleicht ist es leise genug oder so. Ja, oder wir reden einfach zu viel drüber, das kann genau sein. Und hier kommen unsere beiden neuen Guys, die wir jetzt wieder sein Mikro dabei haben, natürlich, selbstverständlich. Ja, natürlich. Nämlich, wer sie nicht kennt, Enzo Amore und Colin Cassidy. Genau. You can't teach that. Die beiden brauchen auch keinen Tag-Team-Name. Die beiden sind schon Erscheinungen genug an sich. Vielleicht sind sie jetzt nicht allen hier bekannt. Ich glaube, ich gehe mal jedenfalls davon aus, dass unsere Zuschauer alle NXT aufmerksam verfolgen. Die kennen natürlich Enzo Amore und Colin Cassidy. Alle anderen, ein Tag-Team aus NXT, das bald wahrscheinlich sein Main-Roster-Debüt feiern wird. Und ja, und bei uns ist es heute schon soweit. Also, ja, ich würde einfach mal sagen, ich gehe mit Enzo und Big Cass. Ich gehe mit einem Number One Contender. Ja, ich gehe da auch mit Cesaro und Jack Swagger. Ich denke mal, die beiden, da macht es dann ein bisschen die Erfahrung, vielleicht auch ein bisschen die Kraft noch. Ich meine, Cesaro und Cassidy kann man vielleicht so auf eine Stufe stellen, vielleicht ist Cesaro sogar noch ein bisschen stärker. Aber wenn man jetzt dann Swagger und Amore noch gegenüberstellt, hat dann von der Kraft her, von der Erfahrung her, Swagger natürlich die Nase ein bisschen vorn. Ja, aber da wird er erstmal ausgekontert, der gute Cesaro hier. Also für einen Back-Suplex scheint die Kraft von Enzo Amore, von dem kleinen, eigentlich kleinen Spackenkerl hier dann doch noch zu reichen. Ja, allerdings, aber da kommt schon wieder Cesaro dann direkt. Ja, schon mit diesem, halben Camel-Klatsch hier quasi. Hält Enzo Amore nicht lang drin. Löst das Ganze gleich wieder auf und rammt ihn einfach quasi auf den Boden. Enzo, was man bei Enzo vielleicht sagen kann, sein etwas eigenwöhniger Kleidungsstil.
Oh, gut. Ja, muss ja nichts heißen. Ja, absolut aber nicht. Sonst ein sehr gutes Tag-Team. Mhm. Harmonieren wunderbar, die beiden ergänzen sich auch beide ziemlich großartig. Absolut. Also ich denke, da erwartet uns ein tolles Match. Und im Nachhinein und, ist mir aufgefallen, ich hätte theoretisch noch Carmella mit einstellen können. Na egal. Ja, hätten wir mitmachen können, aber ist jetzt nicht mit dabei. Ja. Hat man Carmella überhaupt mit dabei? Hammer. Aber nicht im Universe, oder? Soweit ich weiß schon. So ab, ja, haben wir Carmella mit im Universe? Okay. Soweit ich weiß schon. Okay. Ist irgendwie neu, aber gut. Man hätte es mitmachen können, aber ist er zu Hause geblieben. Die sitzt noch in New Jersey. Könntet ihr mal nachgucken, aber soweit ich weiß, müsste man. Ich glaube, ich habe die Liste gar nicht. Müssen wir die eigentlich mit drin haben. Oder kann ich ja gleich danach noch mal kurz nachgucken, aber soweit ich weiß, dürfte sie eigentlich noch drin sein. Okay. Aber Enzo Amore, eigentlich ganz gut im Match gewesen, kommt der Tag zu Colin Cassidy. Vom kleinen Techniker hier zum größeren Powerhouse. Das wird ist das, was ich eben meinte mit. Ja. Fisherman. Dieser schöne Fisherman Neckbreaker irgendwie. Ja. Finisher von Tyson Kidd ja schon. Ja, eigentlich gefühlt schon, ja. Der war ja auch entweder der gleiche oder ein ziemlich ähnlicher. Ja, es war auf jeden Fall ein Fisherman Neckbreaker, soweit ich weiß, von Tyson Kidd. Mhm. Als Finisher. Ja, aber die Real Americans schlagen sich hier in ihrer Reunion-Nacht wirklich nicht schlecht, muss ich sagen. Jo. Mhm. Schecksweger mit den Schlägen und die verhöhnenden Liegestütze hinterher auf Colin Cassidy. Ist der wirklich schon so kaputt nach den paar Aktionen, dass das sich ja so demütigen lässt. Oder? Der Suplex hinterher. Muss nicht, kann ja alles kraftsparend sein. Wer weiß. Kann auch sein, aber ich meine, so eine Demütigung möchte eigentlich keiner gern über sich ergehen lassen. Absolut. Schecksweger hier jetzt mit dem Headlock gegen Cassidy das Cabo hinterher, aber das dürfte eigentlich noch nicht reichen. Nee, tut's auch nicht. Bei 1 direkt. Das wäre so ein ziemlich schwaches Debüt. Mhm. Der Soccer-Kick hinterher prallt aber einfach an Colin Cassidy. Genosellt, als wäre er gefühlt gar nicht da gewesen. Ja, merkt den gar nicht und zeigt den Neckbreaker gegen Swagger. Und er schlägt und tritt noch weiter auf ihn ein. Das kann auch ihnen, ich denke mal, das ist eine gute Taktik, Swagger so ein bisschen am Boden zu halten. Ja, yeah, das war ein Soccer-Kick. Zeigt dir Cassidy. Mm. Nicht dein Trittchen da, das merkt man doch gar nicht. Der Fist-Drop. Also wie gesagt, die beiden, Cassidy und Amore ergänzen sich perfekt. Cassidy als der Big Guy, der gut Schaden austeilt und der kleine, wendige Techniker dann in Enzo Amore. Boah, Big Boot. Boah, krachender Big Boot hier gegen Swagger und das Cover hinterher. Wird aber nicht reichen, wahrscheinlich. Ging aber schon mal bis 2, ist ja schon mal ein Anfang. Big Boot beendet keine Matches aus, du bist ein Hulk Hogan. Oder wie es der Revis sagen würde, wer? Ja, Amore gerade auch schon die Fans angefeuert. Die Fans wissen auch gar nicht so richtig, auf wen sie halten sollen, weil die natürlich beide Teams gern mögen, alle 4 Wrestler. Ja, also absolut. Sind natürlich bekannt von NXT. Oh, schöner, können die noch lange in der Luft halten bei dem Suplex. Schön gemacht von Swagger. Jetzt kommen wohl der Tag zu unserem Number One Contender auf den World Title. Man muss ja sagen, die beiden noch nie groß Gold gehalten, nie den NXT Title und auch sonst so. Ja, ja. Aber vielleicht qualifizieren sie sich am Laufe des Jahres hier, des Universe Modes, dazu irgendwann mal das Gold zu halten. Ja. Potenzial hätte ich auf jeden Fall. Was hat ein Big Cass hier vor? Cassidy auf dem Top Rope. Double Axel. Double Axel. Macho Man wäre stolz auf ihn. Sieht man aber auch eher selten ein Big Cass oben auf. Ja. Ich glaube, das kam jetzt auch nur so aus der Situation heraus, weil er da gerade hochgehievt wurde. Ja. Von allein würde er da wohl nicht hochgehen. Da wurde der Elbow gerade gekontert. Ja, und geht's jetzt nach außen für Nein. Amore kann hier noch kontern und. Schöner Springing Neckbreaker hier. Aber es kann auch gut sein, dass hier in dem Match Enzo und Cass die Vorteile haben. Ja. Aufgrund des doch noch aktiven Tag Team Verhaltens zwischen den beiden. Die sind ein bisschen mehr eingespielt. Die Sarah Swagger jetzt, ja, letztes Tag Team Match schon eine Zeit lang vorbei. Die müssen erstmal wieder ein bisschen zueinander kommen, ein bisschen wieder zurechtkommen. Geht's hier gegen den Arm vor von Cesaro? Vielleicht auch keine schlechte Idee. Gegen einen, der ja so viel mit seinen Armen, mit seinen Uppercuts macht und dann
Ja, Running Crossbody von Enzo Amore. Ja, auf jeden Fall. Er ist halt ein relativ ein viel ausgelegter Mann mit Uppercuts. Deswegen vielleicht. Deswegen ist es eine gute Idee, eigentlich auf die Arme zu gehen. Oh, da wird Colin Kessler angegriffen. Weil da Amore seine Tornado DDT zeigen. Ja, und. Und DDT gegen Cesaro. Ja, die draußen gerade ein bisschen am Kebbeln da. Cassidy hält Zwecker die ganze Zeit oben. Und nochmal hier, jawohl. Und Kniebeuge 2 und jetzt geht's nach unten. Ja, und dessen Amore mit dem Bulldog vom Top Rope. Da müssen wir gar nicht mal reingucken sollen gerade. Ja, Colin Cassidy. Leistung von Cassidy. Ja, Cassidy, gefühl, oh, Cassidy stellt so dar, gefühlt, als ob er nichts wiegen würde. Ja, und nochmal die Bulldog vom Top Rope hier. Gegen den Apron. Also, wenn jetzt einer das Match beenden würde, wäre jetzt, wo die beiden draußen beschäftigt sind, eigentlich eine gute Chance. Gibt es jetzt die dritte Bulldog? Ja! Oder die dritte Facebuster. Ah, okay. Und Swagger steht wieder am Apron. Swagger ist fertig, der denkt sich, okay, genug geprügelt, ich bleib jetzt da erstmal wieder. Cassidy verzieht sich auch wieder, sieht ein, okay, jetzt habe ich vielleicht gerade den kürzeren gezogen. Ich gehe mal lieber wieder rüber, falls mein Partner Hilfe braucht. Ist jetzt nochmal, oder? Und nein, da ist die Tornado DDT! Von Amore. Kommt das Cover, ja? Oh, boah. Oh, da braucht aber Colin Cassidy. Da braucht aber Colin Cassidy zu lang. Cassidy hat zu lange gebraucht. Ja, Cesaro macht wohl da weiter, wo er aufgehört hat. Präsentiert sich nicht unbedingt stark hier. Hat auch gegen den kleinen Amore Probleme. Ja, so lange. Aber wenn er das Match gewinnen kann, irgendwie wäre es nicht schlecht im Selbstvertrauen für uns, weil das wahrscheinlich ist jetzt ein großes Stück gegen ihn. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er sich auch so gewundert hat, warum er Number One Contender ist. Weil er wohl selber denkt, wieso? Ich habe jetzt auch nichts Großes geschafft die letzten Wochen. Aber es kann auch eine Taktik sein, sich etwas verprügeln zu lassen und dann. Ich meine, wie ging es damals einem Daniel Bryan, ne? Ein Daniel Bryan hat auch so angefangen, hat nur aufs Maul bekommen. Und seht an, wo er jetzt ist. Er war letztes Jahr SmackDown World Champ, ist momentan Raw World Champ. Ja, absolut. Vielleicht hat sich das jetzt auch ein bisschen inspirieren lassen. Oh oh. Und jetzt kommt wieder den Tag zurück. Wird das der Rocket Launcher von Amore und Cassidy? Ja. Jo. Sky is the limit! Absolut. Das wird. Da kassiert sich auch den nächsten Finisher, aber Cassidy hätte gleich draußen bleiben müssen. One, two, ja, Swagger ist wieder da. Wieso ist Cassidy erst ganz rausgegangen, jetzt wieder rein? Er hätte einfach bei Swagger bleiben müssen. Nee. Cesaro ihren Auge Bedrängnis. Jetzt die Chance zum Tacken. Cesaro muss tacken jetzt, das ist die Chance. Tut er auch. Swagger jetzt im Match. Ja, sagt zu Amore, komm rein. Los geht's, ich bin jetzt wieder fit. Ich hab Interesse. Schöner Electric Chair. Der Electric Chair Drop. Gibt es jetzt ein Cover, ja. Als ob es danach zu Ende ist, nach dem Electric Chair Drop. Cassidy greift nicht mal ein. Hätte mich auch stark gewundert, wenn es nach dem Electric Chair vorbei gewesen wäre. Die Elbows von Swagger, genau, auf die linke Schulter von Amore. So, Mori sollte vielleicht auch langsam mal wieder taggen. Ja, jetzt vielleicht die Chance. Nee. Möchte noch weitermachen oder möchte er vielleicht ein Tag-Team-Manöver zeigen? Ja, nein, er kommt wieder den Running Crossbody. Und okay, Cover. Das wird genau nicht, auch nicht. Ah, Hand im Seil. Swagger greift ins Seil, der Referee sieht's auch. Ja, wir haben nämlich neue Referees eingestellt. Okay. Die sehen auch mal einen Rope Break. Und gut, dass ich auf beschäftigt gestellt habe, so hört man kein Klingeln. Ja, unsere neuen Referees machen auch schon einen großartigen Job hier. Oh, Schöner, ja, Knee Snaps, Knee Clap quasi, Clip. Hand im Seil. Und jetzt Amore im Seil und der Referee sieht's wieder. Also, unsere neuen Referees sind top, muss ich sagen. Oh. Ja. Gute Arbeit, nachdem die letzten Jahr des Öfteren für Pleiten, Pech und Pan bekannt waren. Ja. Haben sie unsere Neuverpflichtungen hier schon bezahlt. Ich würde es ja irgendwie lustig finden, wenn es jetzt... Swagger Powerbomb! Gunwrench Powerbomb, kommt noch vielleicht was nach? Will er vielleicht jetzt noch eine Swagger Bomb oder irgendwas zeigen? Nee, er covered. War knapp. Das war zu sehr in der Ecke von Amore und Cassidy. War aber schon knapp, da wäre fast Cesaro noch rangekommen. Ich glaube nicht, dass Amore da rausgekommen wäre. Und jetzt der Tag. Okay. Was? Jetzt fucking Arm raus rum.
Sky's the limit! Jawohl! One, two. Nein, boah, Speckocke, das wäre es ja gewesen, wenn... Hat etwas bescheuert ausgeschaut, aber... Das kann man mal so machen, kann man mal so machen. Der kleine Amaui drückt den Cassidy groß nach. Also, groß war der Flug ja nicht, das war eher so ein... Ich probiere dich irgendwie sagen, vorzudrücken. Ein Cassidy hat natürlich mehr Masse, da tut es mehr weh, wenn er auf jemanden landet als bei Amaury, aber die Finesse bei dem Move ist ja noch, dass Cassidy eigentlich Amaury noch richtig im Flug runterdrückt, um das auszugleichen. Das sah jetzt hier ja so ein bisschen komisch aus. Ja, gut, warum auch nicht, ne? Das war eher so, ich stabilisiere den Flug von Cassidy. Ja. Okay, Swagger. Ja, schöner. Drake hier vom zweiten Seil, das Cow hinterher. Aber Amaury ist da. Rennt nicht mal hin, der weiß schon, Cesaro zu weit weg. Und, oh, Cesaro schmeißt wow. Amaury rein. Aber du steckst einen Drop nur. Also, wenn es Royal Rumble wäre, ist es noch nicht los. Ja. Jetzt Swagger, den Bulldog hier. Jetzt schlägt Tag zu Cesaro um. Ja, der hat aber auch schon mal ein bisschen kassiert, aber ja, vielleicht hat jetzt. Ja, immer... jetzt ein schöner Uppercut und das könnte es gewesen sein. Ja, das wäre jetzt eigentlich. Gut, Cassidy hat jetzt auch schon ganz schön geschluckt und jetzt noch so ein Uppercut, das dürfte ja eigentlich auch aussehen. Boah, Double Leaster. Wir sind auch schon wieder bei 51 Minuten, ey. Wie lange ist SmackDown? Raw? Um die 40 rum, 45 glaube ich. Ja, die qualitativ höchstwertige Show dauert länger. Du, ne. Ja, sie sagen, komm noch mal raus hier, aber auch vorher schon stark kassiert hat. Amaury im Hintergrund. Okay, und jetzt No-Sell Cesaro. Zeigt genauso, was du kannst, kann ich schon lange. Ja. Aber eines hier mal in dem German? Match. German Suplex. Oh. Ja, fein. Da wäre Lesnar stolz. Aus der Ecke noch den Schwung mitgenommen für den German Suplex hier. Aber das geht draußen auch wieder ab. Aber das Kappa und sie sauer gegen Cassidy. Was? Enzo ist da. Ja, aber da wäre es, glaube ich, noch alleine gewesen. Ja, aber... Da wäre er trotzdem gewesen, also selbst wenn er nicht mehr rauskommt, wäre das lange nicht vorbei gewesen. Genau. Und da ist der Abokat. Super European Abokat. Every European Abokat, jetzt die Chance. Das dauert schon ein bisschen zu lang bald mit dem Cover, aber Swagger. One. Two. Boah, kommt raus. Cassidy kommt noch raus. Swagger wäre da gewesen, verpasst Amaury den German Suplex, aber Cassidy kommt noch raus. Starke Leistung hier. Schönes Tag Team Match. Jo, und da fliegt Swagger. Ja, vielleicht jetzt noch den Nitro-Gesundheit. Gesundheit. Danke. Nach dem very, very European Uppercut. Möglich, aber da lässt er sich zu viel Zeit. Ja. Nie. Drop. Ja, Cesaro scheint mir so ein bisschen, kommt mir so vor, als wüsste er nicht ganz, was er machen sollte. Ja, es gibt auch den Konter von Cassidy hier. Cassidy ist ja noch ein Stückchen größer als Cesaro hier. Ah, schöner Back Suplex, das sah auch sehr schmerzhaft aus. Und dann wieder da der kommt Tag wieder Enzo. Stand aber auch perfekt für den Tag, direkt daneben nach dem Move. Ja. Und jetzt wieder. Nee, das geht doch in die Ringecke, oder? Ja. Oh. Mit der Schnurrfrage. Geh in den Ringpfosten hier. Und. Oh, den konnte ausweichen. Kassiert aber gleich. Boah, Blut! Blut! Schlag und der blutet. Das ist auch unser Number One Contender. Blutet hier bei. Na gut, der hat aber auch vorhin schon 3 oder 4 Bulldogs abbekommen. European Uppercut. Enzo Amaury springt in den European Uppercut. Free, vorbei. Was ein Finish. Amaury springt vom Top Rope und landet genau im European Uppercut. Darum, meine Damen und Herren, darum ist Cesaro unser Number One Contender. Ja. Müssen wir sich gleich nochmal anschauen in der Wiederholung, wenn wir dazu kommen. Ja, er fischt Enzo Amaury mit dem European Uppercut ja aus der Luft herunter. Aber war schon eng, es hätte schon zweimal nach dem Tag-Finisher schon vorbei sein können. Ja. Hätte, aber ja, war es nicht. Ah, hier nochmal diese Armbearbeitung von Amaury gegen... Cesaro war aber auch der einzige Move dann in die Richtung. Wenn man sich jetzt das Ending anschaut, hätte er vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung machen sollen. Ja. Klar, der European Uppercut wird mit dem rechten Arm ausgeführt, aber man weiß ja nie. Und hier gibt es nochmal die Tornado DDT von Amaury gegen Cesaro, das jetzt auch schon sein können. Vielleicht sehen wir auch nochmal den komischen Sky's the Limit
wo Cassidy springt. Ah, nee, das scheint schon, das ist schon das Finish. Ja, hier gibt's das Blut. Und da geht Cassidy hoch. Amore. Ja, Amore meine ich, geht Amore hoch. Dachte, und, ja, jetzt kann es machen. Springt und direkt den Uppercut. War aber auch schon relativ nah am Seil. Ja, man sieht Amore an, Finish ausgenockt, kein Rule Break. Das ist gut zu erkennen. Ja, und die Real Americans mitsamt unserem Number One Contender Cesaro holen sich hier den Sieg bei SmackDown im Main Event. Cesaro noch mit seiner Platzwunde auf der Stirn. Aber hat bewiesen, dass er nicht zu Unrecht der Number One Contender ist. Hat so ein bisschen den Itami gemacht. Frisst und frisst, holt sich dann aber das Match. Aha. Na gut, warum auch nicht? Genau. Das war's mit der ersten Woche vor Money in the Bank. Money in the Bank. Wir entschuldigen uns nochmal für die etwas längere Universe-Pause, die es jetzt auf unserem Kanal gab. Na gut, kann man nichts machen. Aufgrund technischer Gebrechen und... Wenn es technische Probleme gibt, gibt es halt technische Probleme. Lässt sich nichts machen, aber hey. Gut, aber damit sind wir wohl für dieses SmackDown durch. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Nö. Okay. Gut. Ich sag mal so, mit einer Show, die schon jetzt 56 Minuten geht, sich zurückmelden, kann man mal anbieten. Jo, okay. Absolut. Von daher, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.